Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Da ich ja viele Sachen weggeworfen bzw. verschenkt habe ans Tierheim und neue Sachen baue, die aber noch nicht ganz fertig sind, ist es noch ein bisschen karg eingerichtet. Hier hätten wir eine Frischfutterschüssel und eine Wasserschüssel auf einem selbstgebastelten Tisch. Die Farbmausbox steht jetzt links von den Rennmäusen, rechts von den Rennmäusen sind die Zwergwachteln. Die Boxen jetzt sind 1 m x 60 x 60, es werden aber noch größere gebaut, die sind dann 1 m 50 x 60 x 60. Auf die linke Seite kommt dann noch ein Laufrad, da muss ich aber erst einen Tisch bauen, weil wenn ich das Laufrad so reinstelle, wird es leider sehr schnell eingegraben. Leider ist von meiner Farbmausbande nur noch der Percy und der Pirat übrig, wenn einer stirbt, wird der andere dann weggegeben. Naja, machen wir mal weiter, da haben wir eine Weidenbrücke, die habe ich quasi als Rampe hingestellt, damit sie raufkommen. Sie sind ja doch schon etwas älter, meine zwei. Links vom Futtertisch, so wie ich ihn nenne, habe ich ein Rodipet-Mehrkammernhaus. Ins Mehrkammernhaus habe ich ihnen Toilettenpapier und Kapokwolle reingegeben. Heu ist unter dem Streu versteckt. Hier vorne haben wir noch ein paar Äste. Das ist eine Weinrebe und ein paar Korkäste. Drunter, halb im Streu versteckt, ist noch eine Korkröhre. Die sieht man aber nicht. Das war es eigentlich schon. Ich werde immer wieder etwas hinzufügen, wie Tontöpfe, eben dann das Laufrad. Ja, bis dahin hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.